Ja, willkommen zu Baphomets Fluch, Engel des Todes. Wir sind bei Teil 20. Ich habe ungefähr 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ist schon Dinge her. Erstens war Ostern dazwischen. Deswegen habe ich davor Ostern nochmal gespielt. Und ein bisschen Stress auf der Arbeit, ein bisschen viel zu tun. Ich bin verschnupft. Ich hoffe, ihr hört es nicht allzu viel. Ich hoffe, ich muss auch nicht husten, ich probiere es zu unterdrücken oder schalte mein Mikrofon aus, wenn ich es merke. Wir waren das letzte Mal in Phoenix, Arizona und wir waren bei Meinert in der Goldstaubfabrik und haben den Safe in die Zentrifuge gesteckt und seinen Schlüssel und ich glaube noch was bekommen und jetzt müssen wir erstmal wieder abhauen und mal schauen, ob uns das gelingt. Gehen wir mal los. Teil 20, machen wir jetzt durch. Er lädt und lädt. Wo lädt er denn? Ja, wir haben meinen seinen Schlüssel. Wir müssen erstmal weg hier. Eigentlich müssen wir ganz raus hier. Verschlossen. Verschlossen. Was haben wir denn eigentlich bekommen? Achso, die Dokumente, der Ordner. Die Dokumente. Wir heimgehen. Tür auf. Sollen wir die Tür zusperren? Machen wir es immer zu. Ja, die Maus guckt ein bisschen rum. Ich kann nichts dafür. Vielleicht ist der Untergrund nicht ganz richtig, aber naja. Tür wieder verschlossen. Tür verschlossen. Gute Dame. Gehen wir mal hier hoch. Oh, Kopf angestoßen. Kopfschmerzen, muss in die Tablette. Oh Mann. Die Steuerung ist phänomenal. Boah. Okay. Was haben wir hier? Schauen wir vorsichtig nach. Oh oh. Da bewacht einer den Fahrstuhl. Ja, nicht gut genug. Stellen wir uns mal ins Eck hier. Kommt er jetzt? Oh. Boss? Sind Sie das? Bleib bei der Fahrstuhltür, Vito. Klar, Boss. Ja, da irgendwie die Stimme von Meinert auch. Naja. Vielleicht ist Meinert sein Bruder. Ja, da müssen wir wohl lang, um zum Aufzug gelangen. Da müssen wir lang, um zu den Aufzug zu gelangen. Versuchen wir es mal mit Öl. Machen wir mal das zusammen. Jede Menge Öl auf dem Boden um den Türstopper. Ganz schön rutschig. Ganz schön rutschig. Jetzt machen wir das Licht aus. Yes. Und stellen uns in die Ecke. Oder in diese Ecke? Keine Ahnung. Schnell, schnell. Warten und warten, warten. Achso, vielleicht müssen wir die Tür zu machen. Können wir hier lang warten? Ich lasse die Tür zufallen. Vielleicht dann ins Eck stellen. Wer ist da? Ich nicht. Komm nur. Ja, ah. Oh Gott. Es war ein wenig geschauspielert, aber trotzdem. Ein Punkt für uns. Können wir da noch was machen? Nee. Ja, wir müssen zum Aufzug. Boss! Hilfe! Okay. Tür zu. Zusperren. Sonst kommt ja jemand rein. Wollen Tür wir verschlossen. Nicht? Zu. Wunderbar. Schauen wir uns den Aufzug mal an hier. Zeit zu verschwinden. Ja. Meine ich auch. Hoffentlich hast du den Schlüssel nicht im Aufzug stecken lassen, Vito. Ach komm, Boss. So dämlich bin ich nicht. Du bist so dämlich, dass du noch nicht mal merkst, wie dämlich du bist. Nämlich oberdämlich. Puh.
Puh, das war knapp. Ja, jetzt gehen wir zurück zum Office. Denke ich mir, dass wir auch hergekommen. Ah, und ab geht's. Verdammt! Und ja, die Falacci-Brüder. Wovon redest du? Der Boss ist nicht gerade glücklich darüber, Mr. Fingers. Was soll das heißen? Ich bin der Boss. Das sieht Mr. Spallacci anders. Er möchte mit Ihnen persönlich reden. Ich gebe Sie mal weiter, Mr. Spallacci. Na, da dürfen wir in Nicole ihre, in Marias Wohnung sein. In Anna-Marias Wohnung. Danach flog ich direkt hierher. Der Orden des Heiligen Michael hat die gesamte Phoenix-Operation finanziert? Und Anna-Maria hat sie geleitet. Was ist mit dem Gold passiert? Das wusste Maynard nicht. Und du meinst, Anna-Maria weiß es? Sie wusste es. Erinnere dich. Sie wollte, dass du ihr hilfst, einen Schatz zu finden. Einen Schatz? Genau. Aber was für einen? Das Elixier des Lebens? Eine Wundermedizin gegen alle Krankheiten? Oder eine Waffe? Nein, Maynard war verrückt. Du kannst ihm nicht glauben. Warum sollte er lügen? Anna-Maria wäre nicht in sowas verwickelt. Maynard wurde vaporisiert. Das Pulver, das Gold. Es ist ein Bestandteil einer Waffe, George. Glaub mir. Na fein. Ich habe gerade einen schönen Tee aufgegossen. Wir müssen zurück und das Kloster überprüfen. Oh, was ist passiert? Lasst mich mitkommen. Tut mir leid, Mark, aber überlasst das besser uns. Ich kann auf mich aufpassen. Es könnte gefährlich werden. Wir brauchen dich hier, falls was schief geht. Nie darf ich Spaß haben. Das ist kein Spaß, Mark. Komm, Nico, gehen wir. Ja, und nicht mal die Karte von der Schwarzen Katze hat er zurückbekommen. Kein Spaß mehr. Aber jetzt weiß ich, woher Farker Rupp kommt. Wenn der Meinert vaporisiert ist, dann kommt mein Erkältungsmittel Farker Rupp. Der Platz ist menschenleer. Ideale Bedingungen zum Einschleichen. Ach, der Archie ist auch schon da. Reden wir erstmal mit Archie, ne? Unser Kumpel, bester Freund in Rom. Hallo Archie, was machst du hier? Wer sind Sie? Ich bin es, George Stobbart, der mit dem Schlüssel. Ah, mein Junge. Schön, dich wiederzusehen, Gerhard, richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. Nur Namen, was? Ja, Archie, wie war das denn? Was führt dich hierher? Bei meiner Arbeit muss ich in Bewegung bleiben. Arbeit? Ja, möchte ich auch. Ich schreibe an einem Buch. Oh, wie soll es heißen? Pichelnd um den Globus. Eine Kindergeschichte? Ein süßes Kätzchen auf Weltreise vielleicht, mit niedlichen Pfötchen. Ach, Philippans. Eine Enzyklopädie der Sauferei. Land für Land Probe gepichelt. Da bist du aber nicht weit gekommen. Ich sehe nicht klar genug, um zu schreiben. Hm, woher das wohl kommt? Haben nicht die leiseste Ahnung. Ja, fragen wir mal, was Bruder Mark hält. Wie hat Bruder Mark auf die Vogelinvasion reagiert? Das war verdammt lustig, Gottfried. Lange nicht mehr so gelacht. Ja. War er sauer? Erst als du weg warst, da bekam er einen Anfall. Ging mit dem Besen auf mich los. Echt? Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, mir die Borsten aus dem... Was soll's, alles für den guten Zweck. Der arme Kerl, der kann doch auch nichts dafür. Dir gefällt meine Freundin wohl. Ist eine aber super klar. Frau. Üppige Figur. Sanfte, schöne Form. Hä? Ja, hast du gut gehört, George? Du magst Wein, nicht wahr? Man sagt mir nach, ein paar Tröpfchen zu kennen. Was hältst du davon? Ein edler Roter aus dem Vatikan. Was für eine Flasche soll das sein? Reiseformat. Ist die Reise nicht wert, wenn du mich fragst? Hm. Kriegen wir die Flasche jetzt? Wo kriegst du denn deinen Sprit her, Archie? Wo ich kann. Reste alter Fässer. Tropfen aus leeren Flaschen. Ist ja innovativ. Abreizer.
Abbeizer? Ach, Abbeizer. Mit Kaffee und einer Zigarre geht er runter wie Öl. Und für feines Gesiff gehe ich an mein Geheimversteck. Ja, Geheimversteck? Versteht er mir. Psst, die Hände haben Ohren. Und wo ist dieses Versteck? Wenn ich das mal wüsste, Ginger. Und wie kommst du dann dahin? Mein Durst leitet mich. Ich folge ihm bloß. Ja, gehen wir weiter mit Ginger. Ich meine George. Super. Prost, Archie. Gehen wir ein bisschen schneller vielleicht. Boing, gegen die Laterne. Knock, knock on heaven's door. Können wir klopfen. Hey, hier haben Touristen keinen Zutritt. Oh, sorry, ich dachte, das sei mein Hotel. Nein, das ist es nicht. Gehen Sie weg von der Tür, sonst nehme ich Sie fest. Klar doch, sieht trotzdem aus wie mein Hotel. Ja, ich habe letztens einen Bericht gesehen, auch über Vatikan und die Kleidung, diese Ware ist genauso. Immer schöne, authentische Sachen benutzen. Niemand in der Nähe. Der Ort ist menschenleer. Können wir nicht durch die Fenster hüpfen? Das Büro ist leer und geschlossen. Ich brauche nichts von hier. Okay. Hört mir nochmal mit der Schweizerische Garde. Seien wir ehrlich. Es ist Nacht, keiner ist in der Nähe und morgen ist Papstmesse. So komme ich da nicht rein. Kommst du nicht rein? Hätten sie den, wie heißt der? Keine Ahnung, hingestellt. Du kommst ja nicht rein. Nö. Hey, eine halbvolle Flasche Krug-Champagner. Vatikan, die Partystadt, was? Krug klingt gut. Aha, ich hatte mal einen Kollegen namens Krug. Ich will mich lieber nicht äußern zu ihm. Schöne Zeit, Mann. Archie! Wollen wir tauschen? Dein Krug, hey, Archie, mein Krug, hast du einen Moment Zeit? Zeit ist alles, was ich habe, alter Junge! Oh. Geht so nicht, muss man sagen. Prost, Archie! Prost. Wo ist er unser... Ist das unser... Nee, das ist nicht unser Krug. Haben wir die Flasche mitgenommen? Ist sie das? Nee. Hallo? Was haben wir alles dabei hier? Ist ja Wahnsinn. Nee, haben wir sie nicht? Müssen wir doch mal hin? Haben wir nicht vergessen? Ich habe gedacht, die haben wir mitgenommen. Zack, mal über den Rasen rüber. Der Abfalleimer ist voller Papier. Oben auf dem Papier liegt eine halbvolle Flasche Champagner. Dann nimm doch mit. Yes. Ich hab gedacht, er hat es schon mitgenommen. Und abkürzen durch den Rasen. Betreten Boden. Yeah. Genau richtig. Archie. Vielleicht wollen sie sein Brot zurückgeben. Das probieren wir später mal. Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Flasche Krug-Jahrgangs-Champagner. Der beste der Welt. Dafür gebe ich glatt meinen rechten Arm. Erinnert mich an alte Zeiten. Lichter am Weihnachtsbaum. Der alte Vater Themse glitzert. Ein Teller Schäferpastete. Die oberen 10.000. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Ja, Nicole, finde das alles interessant hier. Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt getauscht? Sag mal, tauschen das Ding hier? Das funktioniert so nicht. Nicht? Wie denn dann? So was verstehe ich das nicht mehr. Das nochmal, frag mal nochmal nach. Archie, ich will deinen Stoff. Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Flasche Krug.
Blut, Jahrgangschampagner. Der beste der Welt. Dafür gebe ich glatt meinen rechten Arm. Erinnert mich an alte Zeiten. Lichter am Weihnachtsbaum, der alte Vater Themse glitzert, ein Teller Schäferpastete, die oberen 10.000. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Hat er jetzt die Flasche? Und die nehmen? Hey, 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 was soll das? Oh, ich habe bloß deinen Spiritus bewundert. Der muss bis Sonnenaufgang reichen. Immer unter Strom, was, Archie? Ach ja, ich habe natürlich vergessen, erstmal den Spiritus anzuschauen und dann die Flasche anzubieten. Ich habe ja versehentlich erst die Flasche angeboten, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Sieh mal, was ich gefunden habe. Eine Flasche Krug Jahrgangschampagner, der beste der Welt. Dafür gebe ich glatt meinen rechten Arm. Erinnert mich an alte Zeiten. Lichter am Weihnachtsbaum, der alte Vater Themse glitzert, ein Teller Schäferpastete, die oberen 10.000. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Kann ich jetzt? Probleme mit dem Gedächtnis, Alter? Nö. Dann merkt ihr, Pfoten weg von meinem Sprit, klar? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich biete dir den an für den anderen. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ja, ja. Eine Flasche Krug Jahrgangschampagner. Ja, ja, ja. Der beste der Welt. Dafür gebe ich glatt meinen rechten Arm. Ja, ja. Erinnert mich an alte Zeiten. Lichter am Weihnachtsbaum. Ich muss mal auf den Call einzoomen jetzt hier. Glitzert. Ein Keller Schäferpastete. Wissen Sie langweilig? Die oberen 10.000. Ja. Wo sind Sie hin? Wo sind Sie hin? Ja, wo sind Sie geblieben? Ich muss einfach auf den Archie tippen. Hey Archie, hast du einen Moment Zeit? Zeit ist alles, was ich habe, alter Junge. Und dann die Flasche anbieten. Ach Gott. Was ist mit Spiritus? Kommt nach Saint-Emilion und Sancerre. Aber vor Yukem, klar? Wirklich. Das Säuferalphabet. Saint-Emilion, Sancerre, Spiritus. Oh, verstehe. Du trinkst es nicht, du kostest nur. Irgendwer muss ja. Und wie kommt's, dass du noch lebst? Eine gute Frage, Geoffrey, alter Junge. Naja, Alkohol ist konzentriert, ne? Wie wär's mit einem kleinen Tausch gegen deinen Spiritus? Hängt von deinem Angebot ab. Salami? Was hältst du von dieser Meisterklasse Salami, Archie? Bleib mir weg damit! Oh. Krieg ich Blähungen vor. Ja, das hat er ja das schon Gefühl mal gesagt. Kenn ich. Niemand in meinen Kreisen kann sich peinliche Fauxpas im Bereich störender Körpergerüche einfach nicht lösen. Selbstverständlich. Bereich, ja. Na, Rosenkranz will er auch nicht, aber die Flasche Krug. Wie wäre es mit einer Flasche Krug für deinen Spiritus? Yes. Jetzt werden wir uns einig, Mr. Stubbles. Hier damit und auf die gute alte Zeit. Viel Spaß mit dem Spiritus. Ist ein bisschen süßlich für meinen Geschmack. Prost, Archie. Hau weg, die Scheiße. Haben wir es jetzt im Angebot hier? Wo haben wir es denn? Ach nee, den können wir ja nehmen noch. Ach. Oh. Der Spiritus gehört mir. Auf geht's. Ja, ja. Okay, ich muss mal was ausprobieren. Es ist ja noch dunkler wie vorhin. Jetzt gehen wir mal zum Papierkorb. Oh, oh, es ist spät. Die Uhr schlägt 2. 3. 4. Oh, Pio noch. Ich spüre, wie der Brandstifter wieder in mir hochkommt. Oh, oh, Pyromane. Der Geruch von billigem Fusel brennt mir in den Augen. Ah, so ein... Oh, ist das fies. Erstmal wusch gemacht hier.
Wusch. Dann wollen wir mal. Die Wachen werden gleich da sein. Zeit, sich zu verstecken. Feuer! Feuer! Der Opferleimer brennt! Ja, holt mal die Feuerwehr. Der Opferleimer brennt. Ja, was machen wir da noch? Erstmal überlegen. Auf, George. Rein mit. Hopp. Hat jetzt den Schlüssel oder kommen jetzt einfach rein? Ach, keine Ahnung. Die Wachen haben alle Hände voll zu tun. Jetzt komme ich unbemerkt hinein. Ah, gut, dass die Tür steht. Nicole hinterher. Zack, zack. Jetzt sind wir wieder in die Hostienfabrik. Aber jetzt ist sie leer. Wir müssen nicht in die Fabrik, wir müssen da hinten rum irgendwie. Glaube ich zumindest, oder? Ja, haben wir noch nicht. Die Tür ist abgeschlossen, aber ich muss mich hier sowieso erstmal umsehen. Ach so. Die Tür ist abgeschlossen, aber ich muss mich hier sowieso erstmal umsehen. Dann schauen wir uns mal um. Ich habe gedacht, wir müssen zu Kardinal seine Räume. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um dann. Habt ihr irgendwas zu sehen? Nee. Hier auch nicht. Nee. Was soll ich denn hier finden? Hier kommen wir ja wieder raus, oder? Wäre nicht raus. Vielleicht müssen wir ins Büro mal rein. Gucken wir schon mal an. Abgeschlossen. War zu erwarten. Ach, hier waren wir auch noch nicht. Genau. Das ist die zweite Produktionsstätte. Die geheime. Schwester Angelika. So, ein Geheimraum mit einer geheimen Maschine. Wovon reden Sie? Das ist unsere Reserveanlage für Spezialaufträge. Zwei Fragen. Wie sind Sie hier reingekommen? Und muss ich erst die Schweizer Garde rufen, bevor Sie gehen? Ich glaube, die Schwester und ich müssen uns mal ein bisschen unterhalten. Was hast du vor? Einen schwesterlichen Rat erteilen. Du schaust dich hier um. Es dauert nicht lange. Viel Glück, Schwester. Du wirst es brauchen. Hat hier ein letztes Top an. Ne? Ja. Oh, oh, was gibt's hier? Ich hab gedacht, hier... Was macht man? Doch, hier geht's. Also, wozu sind diese Knöpfe da? Ein, aus, schnell, langsam, hoch, tief. Runter, rauf. Mehr Dampf, weniger Dampf. Oh, oh, oh. Wo ist meine Maus? Das Hostiengeschäft ist kniffliger, als es aussieht. Es ist schon kompliziert. Ach, hier. Was haben wir denn hier? Guck mal hier. Guck, guck, guck. Was haben wir denn hier? Hier, genau. Hier. Yes. Da ist was in der Dunkelheit. Nein, das kann nicht sein. Auf dem Boden der Mischbottiche Spuren von Goldstaub. Das ist einatomiges Gold. Aber was hat dieser Kram neben einer Hostienbackmaschine zu suchen? Naja, wie einatomige Hostien. Das ganz scheinen klar. Die Mischbottiche und Knetmaschinen zu sein. Für Teig ist das aber nicht. Für was dann? Die Ausrüstung, um die verschiedenen Zutaten der Mixtur abzuwägen. Sieht fürchterlich genau aus. Hier muss das Gold reinkommen, um die größeren Chargen nicht zu verunreinigen. Aber warum immer nur kleine Mengen an Hostien mit einatomigem Gold? Ja, wir sollen das alles essen hier.
Außerdem ist es scheiß teuer hier. Ich kann hinter der Tür hören, wie Nico mit Schwester Angelika spricht. Die Geräusche werden heftiger. Oh Gott. Was haben die vor? Die haben Streit? Aber vielleicht hier durch? Kommen wir hier durch? Ich will raus! Die Konversation scheint abgeebbt zu sein. Oh, wohl etwas voreilig. Dafür wanderst du direkt in die Hölle, Nico. Was zum... Klingt, das liefe alles prima. Frauen, ich liebe sie. Manchmal. Ich muss hier noch was machen. Aha. Aha. Eine Charge Hostien kühlt auf dem Förderband ab. Hm, riecht gut. Okay, sieht ja keiner. Eine nehme ich mir. Ach komm, nimm doch noch einen. Nicht schlecht. Eine zweite kann ja wohl nicht schaden. Na klar, das ist der Grund, warum diese Hostien glühen. Sie enthalten Spuren von einatomigem Gold. Und ich habe welche gegessen. Oh nein. So gut. Ich höre, dass Nico mit Schwester Angelika zurückkommt. Ich schätze, sie wird jetzt kooperieren. Wirst du doch, Schwester. Ach, ist sie artig. Lieb. Ach, und nett, die Schwester Angelika. Also diese Hostienanlage, wofür ist die? Spezialaufträge. Ich glaube für Il Papa persönlich. Und was macht sie so speziell? Das heilige Pulver natürlich. Heute Nacht haben wir einen Arbeitsgang beendet. Ja. Warum wird diese Anlage nur für Spezialaufträge genutzt? Warum steckt nicht in jeder Hostie das heilige Pulver? Dann wäre es ja nichts Spezielles mehr, oder? Vorsicht, Schwester. Das stimmt. Halten Sie es nicht auch für seltsam, mit einem Spezialpulver eine spezielle Charge Hostien zu backen? Ich mache bloß, was man mir sagt. Was ist passiert, George? Ich habe Spuren von einatomigem Gold in dieser Anlage gefunden. Aber warum sollte die Kirche Gold in Hostien verstecken? Also bestimmt nicht, um die Zähne der Leute zu schützen. Wo ist der Rest dieses heiligen Pulvers? Ich weiß es nicht. Eine Ladung wurde geliefert und verschwand kurz danach. Es wurde für etwas anderes genutzt, tippe ich mal. Da kommt jemand. Aber nachts wird die Anlage nicht benutzt. Schnell, die Türen zu. Nee, nur für Sonderaufträge. Ach, der Kardinal. Oder ist es der Kardinal? Bischof, Kardinal, Eminenz? Es ist Kardinal Gianelli. Kardinal. Ich glaube kaum, dass er noch Papierkram zu erledigen hat. Seltsam. Er geht sonst nie durch den Fabrikeingang. Wir sollten ihm folgen. Was soll ich tun? Hierbleiben. Und um Vergebung bitten. Ja, dann mal hinterher. Fabrikseingang war doch hier, ne? Oh, hier. Die Tür war ja vorhin zu und jetzt ist sie offen, weil der Kardinal sie aufgesperrt hat. Yes. Aber Leute, ich bin fertig. Schau, ich habe Nico, fertig. Da ist er. Wie es dann weitergeht. Mit Kardinal George und Nicole und Nico und Anna-Maria. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Deswegen mach's mal gut, mach's besser. Ich hoffe, dass ich das nächste Teil ein bisschen schneller mache wie jetzt. Also, innerhalb 5 Tage, ich verspreche es. Okay, mach's mal gut, bis dann und mach's besser, Herr Christian.